Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Spellforce The Order of Dawn. Ich habe hier jetzt ein bisschen. Ich habe mein Einheitenlimit erhöht. Ich habe hier diese Mine hingebaut. Es müsste jetzt eigentlich kein Problem sein. Ich habe jetzt 70 Einheiten. Und ich glaube, ich werde jetzt gleich losgehen. Ich werde auf jeden Fall vorher speichern. Ich wollte euch aber vorher mal den Zermalma zeigen. Ich habe das Upgrade Donnerkeule gemacht, weswegen hier diese ganzen Blitze um seine Keule rum sind. So, ich muss noch warten, bis meine vielen Ork-Einheiten endlich mal da sind. Die latschen hier so langsam den Berg hoch. Ich bin auch schon fast Stufe 24. Keine Ahnung, ich habe irgendwie. Es ging jetzt nicht so schnell. Aber es kamen immer so an die 7 Eiselfen. Ja, 7 Eiselfen kamen immer auf einmal und wurden von meinen Orks und Trollen niedergemetzelt. Ich werde jetzt erst nach Norden gehen, weil die einfach die größere Bedrohung sind. Und dann werde ich die Hügelriesen auslöschen, weil, wie gesagt, da ist noch ein besonderer. Ich habe übrigens auch hier die Holzfällerhütte hingebaut, damit die hier auch noch den ganzen Wald wegholzen. Ich habe ganz viele Werfer gebaut. Also, wie viel sind das jetzt? Ja, 11 Stück. Werfer mit den heißen Steinen. Ich werde euch demnächst auch mal. Ich glaube, auf der nächsten Karte. Nee, in der nächsten Karte gibt es keine Trolle. Berserker, ja, den werde ich euch auch noch zeigen. Den Schleuderer, ja, auch. So. Aber bevor ich jetzt. Also, ich werde jetzt nicht auf die 3000 warten. 3000 Nahrung. Ich werde die vielleicht machen, aber. So, war das der letzte? Ja, das war der letzte. So, ich würde sagen, ich speichere. Ups. Und ich würde sagen, gehen wir los. Mir nach. Folgt mir. Vorwärts. Auf die Frostbringer! Denn sie sind unwürdig. Oh mein Gott, wie viele sind das? Leute. Ja, genau, Saphira. Steh einfach rum. Nicht zurückweichen. Stehe bereit. Und ihr geht auf den hier. Oh, da kommt schon wieder eine Patrouille, die jetzt. Die bestehen komischerweise wieder nur aus 2 Elfen. Leute, bitte. Macht die Dinger kaputt. Ich bitte euch. Für die Rune. Steinbruch! Ja. Hab ich jemanden verloren? Ich habe jemanden verloren. Später. Leute, rennt doch nicht weg. Da sind ja noch mehr. Kacke. Auf mein Kommando. Mach die kaputt. Mach den kaputt. Ja. Da ich einen verloren habe, nehme ich den Werfer nochmal. Die Werfer sind ganz nützlich. Warum geht ihr zurück? Menschenskinder. Was mache ich nur mit euch? Ich habe kein Nahrungs... Kacke, ich habe kein Nahrungslager. Für die Viecher. Ach, Kacke. Kein Wunder, warum die sich nicht regenerieren. Ja? Come on. Was? So, Nahrungslager, wo bist du? Da. Was natürlich riesengroß ist. Du, Werfer? Was denn?
hier hin. Sammelt euch mal. Ich möchte nicht, dass ihr hier alleine rumsteht irgendwie. So. Zu Befehl. Stehe bereit. Verstanden. Okay, da oben ist der nächste Frostbringer. Die klatschen die auch überall mitten in die Pampanei. Die denken sich, ach komm, Arin wird dieses Opfer annehmen, indem wir diesen Frostbringer in den Weg dieses Runenkriegers klatschen. Weil wir Elfen sind. Eiselfen. So. Schnell. Töte den mal. Auf mein Zeichen. Und diese Soundeffekte machen mich wahnsinnig. Leute, bitte. Oh, hier kommen noch mehr. Das gibt's auch nicht. Ja, hier ist, hier ganz in der Nähe, ist die Stadt namens Tirganach. Die ist irgendwie hier oben drüber, auf einer anderen Karte auf jeden Fall. Und Tirganach ist die, ist eine der zentralen Orte im Breath of Wind. Oh, hier ist ein Seenfels. Bitte sieh mich nicht, bitte sieh mich nicht. Windwerfer. Da ist eine Kiste. Okay, ich muss wirklich überall hin. Eisbeschwörerin, hier ist auch eine Kiste. Die klatschen die echt überall hin, das gibt's doch nicht. So, Seenfels aktiviert. Wo ist meine Keule? Oh, ich bin echt fast Stufe 24. Oh, oh mein. Okay. Das macht mir Angst. Miep. 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 Ja. Steht einfach um diesen beschissenen Frostbringer rum und macht nix. Das ist doch jetzt echt nicht wahr. Macht ihn kaputt. Ich hoffe nur, die Riesen sehen mich jetzt nicht. Ja, die Frostmarschen sind eigentlich keine... Na gut, sie sind eine schwere Karte, aber sie sind keine lange Karte. Man ist relativ schnell durch, wie man sieht. Ich habe jetzt den dritten Seelenfeld schon gekriegt. Auf dem Weg. Jupp. Bis jetzt habe ich noch keine Einheit verloren. Oh nein. Die bemerkt mich. Oh, Kacke. Gibt es hier irgendeine Anführerin? Nee. Oh! Sie haben wieder einen kleinen Streit mit den Frostwesen, wie es aussieht. Das heißt, wir... Oh, du bist so ein dummes Vieh. Leute. Stehe bereit. Verstanden. Die Rune befiehlt, zu Befehl. Mach doch den Frostbringer kaputt. Danke. Was wünscht die Rune? Schickt sie zum Seelenfluss. Genau, schickt sie einfach zum Seelenfluss. Okay, ich habe einen verloren. Ach, kommt schon, Leute. Ihr werdet doch wohl gegen ein paar kleine Eiselfchen ankommen. Los! Ich kann gerade nicht so viel kommentieren, weil irgendwie mein Sound ist gerade ein bisschen leise. Oh! Oh. Ich sehe hier nichts in dem Getümmel. Ich kann überhaupt nichts sehen. Was ist passiert? Klang wieder zu mir. Ja. Ein Geistbrecher. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich meine Armeen manchmal total bescheuert finde. Besonders dich, Antius. Oh Gott, ey. Kommt schon. Prügelt euch ein bisschen. What? Hm.
Stahlschildpanzer. Ja, da müsst ihr auch bitte schön die Sachen hier angreifen. Auf meinen Befehl. Für die Freiheit. Töte, los! Okay, ich kann hier mehr sehen. Zerstörer, Hügelriese, Hügelriese. Sturmfaust, Stufe 30. Ja. Ein Stufe 30er Riese steht hier einfach mal rum. Aber bitte geht zurück. Bitte sammelt euch. Lasst die da hinten nur kämpfen. Oh oh, sie sieht mich. Haltet euch. Und los. Und jetzt alle auf sie. Muhahaha. Tot. Ich will mich jetzt nicht mit den Frostwesen anlegen. Okay, die sind gleich tot. Hier hinten sind sie nämlich. Und die sind bescheuert. Hier ist Mondsilber vor... merkwürdigerweise. Okay. Folgt mir. Hier, ich glaube, dieser Seelenfels da, den ich vorhin aktiviert habe, heißt Straße nach Tirganach. Der hier. Hier muss es also irgendwo einen Weg nach Tirganach geben, den ich nicht kenne. Besser gesagt, den ich noch nicht sehen darf oder kann. Weil Tirganach ist ja erst in Breath of Winter wichtig. Und es wird ja nur nebenbei erwähnt, dass das hier Eiselfen aus Tirganach sind. Oder? Oh, da hinten ist auch eine Truhe. Schlag sie zurück! Mhm. Schließ die Reihen. Mhm. Seems legit. Kämpf, Männer! Schlag sie zurück! Ja! Ein Gegenangriff! Für die Freiheit! Yep. Seems very legit. Todesbund Stufe 10. Den brauche ich zwar nicht, aber ich glaube, den ordne ich mal ein. Warum? Weil ich es kann. Und warum ist hier ein Stufe 9 Zauber? So. Hexaturm. Die nächste Rune. Also nicht Rune. Ups. Ja, ich kann, wie gesagt, im Moment nicht so viel sagen. I don't know why. Jedenfalls... Oh Gott, das wird was. Schaut euch das an. Oh mein Gott. Sie meinen es ernst. Also entweder ich habe mir zu viel Zeit gelassen oder die spawnen wirklich so schnell und so heftig. Kacke. Oh Gott. Scheiße. Das wird noch was. Bitte Spawnpunkt. Oh, danke. So, die Eiselfen sind ausgelöscht. Jedoch... habe ich noch ein größeres Problem, und zwar die Viecher hier. Die sind Stufe 22, können Eisschlag. Und... wo seid ihr? Da seid ihr. Oh, nein, ich... nein, 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 nein. Ich mach's einfach so. Ich mach jetzt Kamikaze. Und los. Folgt mir. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Vorwärts. Und hol mir das erste Frostwesen. Stirb. Du hast mir zwar geholfen. Schließ die Reihen. Und es kann Eiswelle. Eines der Gründe, weshalb ich vorwärts. Die Viecher hasse. Vorwärts. Kämpf, Männer. Weil sie Eiswelle können. Und wenn ich Pech habe, kommt jetzt das gesamte Lager auf mich zugerast. Feindlicher Angriff! Vorwärts! Okay, die haben wir eigentlich ziemlich schnell besiegt. Geh weg, du. Ich krieg alles unnützes Zeug. Unglaublich.
Okay. Mir nach. Ich speichere. Ja, ich hab Schiss. Hab schon oft gespeichert hier. Aber hey. Sofort. Dornenschild Stufe 10. Kämpft, Männer! Es wird ein Fail. Feindlicher Angriff. Das sehe ich jetzt schon kommen. Auf mein Zeichen. Zum Angriff. Ein Gegenangriff. Auf mein Kommando. Ja, mein Schütze ist tot. Klanbrüder zu mir. Zur Ehre Aoniers. Die meinen es ernst. Schlagt sie zurück. Die können auch ziemlich schnell angreifen. Zur Ehre deswegen. Haltet durch, Männer. Zu eurem Dienst. Ein paar schleichen sich bitte vorbei. Oh scheiße, mein Priester ist tot. Ein Gegenangriff. Für die Freiheit. Wer ist... Oh nein, mein Titan. Der war teuer, ihr Blödis. Zur Ehre Aoniers. Der war teuer. Verstärkt die Deckung. Er ist tot. In die Schlacht. Wie ich diese Dinger hasse. Schaut euch das an, wie sie meine Reihen dezimieren. Nicht zurückweichen. Standhalten, Männer. Für das Licht. Ein Gegenangriff. Das ist ein Hinterhalt. Oh Gott, die dezimieren meine Reihen so dermaßen. Ruf meine Keule. Oh Gott. Wir werden angegriffen. Okay, weg hier. Leute, weg hier. Sofort. Das bringt nichts. Mir nach. Das bringt absolut nichts. Schaut es euch an. Dieses Schlachtfeld. Und mein schöner Ork-Titan ist auch weg. Und ich habe nur noch meine 10 Werfer. Was soll die Scheiße, hä? Leute! Come on! Auf mein Kommando. Und los, in die Schlacht! Oh Gott, ey. Schaut es euch an. Das ist doch nicht normal. Schnell. Sofort. Leute. I got a problem. Erstens wird es Ewigkeiten dauern, bis die Dinger wieder da sind. Zweitens werde ich überwiegend jetzt, wenn es sein muss, dann baue ich halt das mittlere Haupthaus. Ja, ich habe nur noch 10 von 70. Was soll das? Das ist übertrieben, wie viele Viecher da sind. Okay, Leute, das war ein Fail meinerseits. Na gut, es war nicht richtig ein Fail. Es war eine verheerende Niederlage. Wenn ich das so sagen darf. Hexerturm, Geistbrecher, Steinbruch. Den Steinbruch kann ich schon mal einordnen. Und die beiden auch. Oder wie viel? Okay, da braucht das kleine Haupthaus. Genauso wie der Onyx-Schrein. Mach ich's einfach mal so. Hab ich schon mal ein paar. Ich glaube, ich werde das Video ein bisschen schneller machen. So, jetzt habe ich mein ganzes Lenia verbraucht. Bitte, beeilt euch. Das ist doch übertrieben, wie viel das waren. Ich sag's euch, übertrieben. Bitte fertig. Ah, die ist gar nicht so groß. Was denn? Wenn es sein muss. Oh, das sind immer noch so viele und die spawnen so schnell nach. Oh. Mal sehen, ob die Schleuderer was reißen können. Was denn? Beeilt euch mit dem Eisenhaus. Okay, ich habe bald 3000 Nahrung.
Das heißt, dass ich auf 80 erhöhen kann. Oh ja, genau, mein Titan. Den ich natürlich aufgrund fehlendes Lenias nicht bauen kann. Okay, ich spare 400 Lenia. Oh, das gibt's doch nicht. Halt, gab's hier nicht irgendwo ein Lenia-Teil, Zeug, Gedöns? Ups. Okay, sind die fertig? Gut. Wissen der Eistrolle. Berserker erhält Eiskeule, Schleuderer wirft mit Eisklumpen. Beide erhalten Resistenz gegen Eismagie. I don't know. I don't really don't know. Oh Gott. Ich werde auf jeden Fall Werfer jetzt erstmal bauen. Die kosten mir zwar fast meinen gesamten Steinvorrat, aber egal. Der Zermalmer bringt mir jetzt nicht sonderlich viel, weil er nur den Gebäuden schweren Schaden zufügt. Was nicht unbedingt das Beste ist. Oh Gott, wo kommst du her? So, jetzt bist du schnell tot. Wer hat Berserk angemacht? Hast du Berserk angemacht? Warum hast du Berserk angemacht? Was zur Hölle? Der kostet 120 Holz. Und dieses Eistroll-Zeug hilft nicht viel. Was wollte ich jetzt mit euch machen? Ja. Ach ja, genau. Das Lenia zum Zeug suchen. Also. Oh je, Leute. Das wird noch Ewigkeiten dauern. Die ersten sind bald da. Ja, wenn es zu lange dauert. Ach ja, genau. Ich kann ja inzwischen mal Weisheit 50. 1, 2, 3, 4. Und schon mal schwarze Magie Intelligenz. Ich will schwarze Magie auf 10 haben, mindestens. Ein neuer Werfer. Willkommen im Club. Und der Schütze ist total umrahmt von den Trollen. Saphira macht am besten die Aura der Schwäche an. Hallo. Und es spawnen wieder viel zu viel. Oh Gott, Leute! Wie soll ich das hinkriegen? Na gut, das habe ich bei den Minotauren damals auch gedacht und habe gecheatet. Aber diesmal will ich es ohne Cheats schaffen. Wie soll ich das hinkriegen? Oh Gott! Das ist übertrieben! Mann. Mann, du. Das Spiel mag mich nicht. Werfer, der mich jetzt meinen ganzen Steinvorrat gekostet hat. Ja, schön. 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 Und einen Steinbruch kann ich auch nicht bauen. Warum? Weil der Stein braucht. Kotz. Ich könnte echt kotzen.
Ich erhöhe auf 80. Leute, es sind jetzt 25 Minuten rum. Ich habe bis jetzt die größte Niederlage von Spellforce einstecken müssen. Habe ich zumindest. Wo war das Lehm? Ja. Hier unten? Ja, hier unten. Keine Rast. Ja, hier unten. Wo sonst? Die größte Demütigung von Spellforce. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich das Video schneide und den Rest, bis meine gesamte Armee da ist, bis mein Ork-Titan da ist, bis alles fertig ist, werde ich das Video jetzt beenden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt... Lasst uns lieber Krieg führen. Der Kampf gegen die Frostwesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Spellforce The Order of Dawn. Wünscht mir Glück. Also bis dann. Ciao.